Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cinema 8 Film Review. Ja, ihr Lieben, heute habe ich einen Film im Gepäck, einen Klassiker aus der James-Bond-Reihe. Die Rede ist von Man lebt nur zweimal. Bond-Darsteller in diesem Fall ist Sean Connery, den wir ja alle so kennen und lieben, genau wie Roger Moore. Für mich die beiden besten Bond-Darsteller, die es gibt. Und diesmal geht James Bonds Reise in den fernen Osten, nämlich nach Japan. Was für ein Zufall. Hintergrund ist, dass eine amerikanische Raumkapsel und eine sowjetische Raumkapsel entführt worden sind. Niemand weiß, wer da eigentlich hintersteckt. Und die Aufgabe James Bonds ist es, das zu ermitteln. Und er kommt natürlich auch sehr schnell der Organisation Spectre um den Superganoven Blofeld auf die Spur. Seine Spur führt ihn nach Japan, über diverse Umwege natürlich, und es gibt auch jede Menge Action, der James Bond sich natürlich dann ausgesetzt sieht, und natürlich darüber hinaus schöne Frauen, die dort seinen Weg zieren. Mal boshaft, mal lieblich. Ach ja, Agent müsste man sein. Er entdeckt schließlich letzten Endes die Basisstation in einem erloschenen Vulkan und ja, wie gesagt, die Organisation hat ja versucht, mit der Entführung einen Weltkrieg zwischen den beiden Weltmächten zu entfachen. Das ist ihnen dann dadurch natürlich jetzt nicht gelungen. Die Basis wird gestürmt. Naja, und wie es ausgeht, das wissen wir. Am Ende findet sich ja James Bond mit einer holden Weiblichkeit dann irgendwie, ja, wieder im Bett oder wo auch immer. Das ist in Kürze erzählt. Der Plot zu Man lebt nur zweimal, muss man auch nicht lange was erzählen. Die Bond-Filme sind längst bekannt, gerade die alten. Da muss man, wie gesagt, nichts erzählen. Ja, die Blu-ray ist erschienen im Hause MGM United Artists. Bond ist ja eine Marke mittlerweile geworden. Und bei den ganzen Bond-Filmen, ich habe jetzt aufgehört, wie viel es gibt mittlerweile zu zählen. Ich glaube, das sind auch so 23 müssen das, glaube ich, sein. Bond-Filme, vielleicht sogar mehr, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, James Bond, das ist immer ein Garant. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich zur Schule ging damals und die Bond-Filme das erste Mal ins Fernsehen kamen, auf Video kamen. Sie kamen auf Warner Home Video, sind sie ja damals erschienen. Da kann ich mich noch daran erinnern, das war ein richtiges Highlight. Und als sie dann Jahre später noch im Fernsehen erschienen sind, da wurde ein riesen Aufriss gemacht. James Bond im Fernsehen, das kannte man bisher ja nur im Kino oder eben halt auf den Home-Medien, also sprich nur Video. Super 8 sind die Filme ja zumindest in Deutschland nie erschienen. Und ja, wie gesagt, dann kam, wie gesagt, auch irgendwann die DVD und dann kam auch noch die Blu-ray. Ja, und um die Blu-ray, genau die geht es, heute. Ich habe, wie gesagt, auf der einen Seite diese James-Bond-Box, wo alle Filme drin sind. Also ich habe alle Bond-Filme. Ich bin auch ein Bond-Fan, ein bekennender Bond-Fan, muss ich dazu sagen. Denn, wie gesagt, ich habe im Kino damals noch, als der Film Moonraker, also James Bond, der Spion, der mich liebte, das war mein erster Bond-Film. Und dann habe ich den nächsten geguckt, das war dann Moonraker. Und dann liefen die Bond-Filme in verschiedenen Kinos immer mal so jede Woche ein Bond-Film. Und so habe ich die ersten Bond-Filme alle im Kino gesehen. Also von Dr. No bis einschließlich in tödlicher Mission habe ich noch alle im Kino gesehen. Danach nur noch auf Video bzw. im Fernsehen. Und der letzte Bond-Film, den ich tatsächlich von den neueren, die ich gesehen habe, im Kino, das war der Morgen stirbt nie mit Pierce Brosnan. Das war der letzte Bond-Film, den ich gesehen hatte. Okay, wollen wir nicht so lange rumschwafeln um den Film. Ja, der Film ist mittlerweile fürs Heimkino natürlich verfügbar. Man lebt nur zweimal, war auf Video gewesen, habe ich ja schon erzählt. Und auch auf DVD gab es ihn. Und ich habe mir jetzt, wie gesagt, die Blu-ray geholt. Um die geht es hier. Und ja, was ist an Extras auf dieser Scheibe zu sehen? Oder was ist dort enthalten? Es gibt eine Menge Bonusmaterial, das muss man dazu sagen, das natürlich alles in Englisch gehalten ist. Und da gibt es dann einmal die Unterkategorie Declassified MI6 Fold. Da gibt es einmal Welcome to Japan, Mr. Bond. Ich habe, wie gesagt, die Sachen nicht reingeguckt, ich lese sie jetzt einfach mal stumm vor. Dann Wicker's World, Highlights from 1967 BBC Documentary. Ich versuche das mal ins Deutsche zu übersetzen. Das ist alles in Englisch, also dann für die, die nicht so englisch mächtig sind. Dann die Location mit Ken Adams sowie die Credits.
Dann gibt es die zweite Untergruppierung dieser Extras, die heißt Mission Dossier. Da geht es einmal ein Making-of, das nennt sich Inside You Only Live Twice, wie der Film im Original heißt. Dann Silhouetten, die James-Bond-Titel. Dann der Flugzeugcrash oder Flugzeugabsturz, die Animation vom Storyboard, wie mit Little Nelly da verfahren worden ist, wo sich James Bond einen Überblick über Japan und über die Vulkaninseln verschafft, sowie die Exotic Locations. Dann gibt es eine dritte Unterklassifizierung, das ist das Ministry oder Ministerium of Propaganda von Propaganda oder Propagandaministerium, Ministry of Propaganda. Da gibt es einmal das Theater, also das Theaterarchiv, gemeint ist das Kinoarchiv, da ist wahrscheinlich dann der Trailer drin, der Kinotrailer oder die Kinotrailer. Dann TV Broadcasts, also Fernsehtrailer und dann nochmal Radio Communication, also da sind natürlich die Sachen drin, Radiospots, alles das, was man so früher an Werbung betrieben hat. Dann gibt es noch ein Image Database mit Interactions. Ich muss dazu sagen, da habe ich nicht reingeguckt. Das muss man, glaube ich, auch am PC irgendwie machen. Ich habe das Ganze mal auf den Blu-ray-Player geguckt oder über den Blu-ray-Player. Und da habe ich nicht reingeguckt. Also wie gesagt, das ist ein üppiges also ein üppige Extras für den James-Bond-Film. Man lebt nur zweimal. Das Schöne an diesem Bond-Film ist, es ist zum zweiten Mal, dass eine deutsche Schauspielerin mitspielt, nämlich die leider erst kürzlich verstorbene Karin Dohr spielt dort mit. Des Weiteren sind aber auch japanische Stars, die wir aus Kaiju-Filmen kennen, dabei, unter anderem Mihama. Und die zweite, jetzt sind wir wieder beim Thema Namen, die ist mir jetzt entfallen, hat aber in der Rückkehr des King Kong mitgespielt und Mihama hatte ja in King Kong Frankenstein so mitgespielt, der im selben Jahr gedreht wurde wie Man lebt nur zweimal und das hatte auch ein bisschen was damit zu tun. Ja, wie gesagt, also dort, die beiden spielen halt auch noch mit und wie gesagt, es ist grandioses James-Bond-Kino, actionmäßig, ohne Ende, was man sich eigentlich wünscht. Regie hat bei dem Film Louis Gilbert geführt und dazu muss man sagen, Gilbert hat auch die Regie bei dem Spion, der mich liebte, geführt. Und wer beide Filme mal nebeneinander vergleicht, wird feststellen, dass es quasi de facto mehr oder weniger die gleiche Handlung ist. Bei Der Spion, der mich liebte, war es nämlich so, dass man den Roman, da hatte Ian Fleming drauf bestanden, dass der Inhalt nicht verfilmt wird. Da durfte nur der Titel verwendet werden. Das heißt, Der Spion, der mich liebte, ist nicht nach einer Romanvorlage entstanden, sondern der hat eine freie, erfundene Story bekommen. Und das ist im Endeffekt identisch mit Man lebt nur zweimal. Hier geht es auch darum, in diesem Film Man lebt nur zweimal geht es darum, dass zwei Raumkapseln entführt werden. Einmal eine sowjetische und eine amerikanische. In Der Spion, der mich liebte, sind es U-Boote, Atom-U-Boote, die entführt werden. Und der Vulkan in Man lebt nur zweimal, der erloschene Vulkan, dient als Basis. In Der Spion, der mich liebte, ist es ein großer Tanker, der im Innenbereich noch hohl ist und da ein ganzes Pier und was weiß ich nicht alles hat. Mit einer Kommandozentrale und weiß der Kuckuck. Also da gleichen sich die Geschichten. Im Endeffekt ist Der Spion, der mich liebte, ein Remake, wenn man so will, von Man lebt nur zweimal, nur anders erzählt. So könnte man das letzten Endes dann sehen. Interessanter Bond-Film, einer meiner Lieblings-Bond-Filme, weil Sean Connery überzeugt natürlich wieder, natürlich die japanischen Mädels überzeugen und eine sehr charmante Karin Dohr, die James Bond ein bisschen hart zusetzt, oder zumindest hart zusetzen will. Aber naja, letzten Endes muss auch leider sie das Leben lassen, wie es eben halt immer so ist im Piranha-Becken. Und manchmal ist das Leben halt etwas grausam. Ja, die Blu-ray, liebe Leute, kann ich nur wärmstens empfehlen. James Bond 007, man lebt nur zweimal. Willkommen in Japan, Mr. Bond. Ja, einer meiner Lieblings-Bond-Filme, wie schon gesagt. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.